Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Ja, hier nebenbei dann noch die Geschichte, wie das hier so alles entstanden ist eigentlich. Also die Idee von der Stadt, die Ryan hatte, und inwieweit das dann alles pervertiert wurde, plus halt die Forschung, die hier mit dieser Schnecke offensichtlich anfängt. Dort ist... Mach mal hier auf! Da ist noch ein Big Daddy mit einer Little Sister. Und ich... Ach, halt, Moment mal. Wie kann ich denn hier zoomen? C. Rosi, Forschungsfortschritt. Hm. Bonus, mehrere Motive. Rosi sind anfällig für panzerbrechende Munition. Ja, klar. Ja, ja. Die Little Sister? Little Sister, ja, genau. C, C ist das also. Hm. Mal sehen, was sagt sie hierzu? Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und Eve. Hm? Ich will hier durch. Ach, scheiße. Naja, gut, dann müssen wir halt eben erstmal doch hier lang. Ja, mit der Waffe. Nee, ich finde das hier dahingehend gut, weil hier kann man auch nie einfach sinnlos... Ja, ich bleib stehen und hau hier einfach den ganzen Leuten die ganze Zeit auf die Mütze. Nee, man möchte sich schon bewegen, weil sonst ist man einfach mal hin. Plus halt, dass man sich echt überlegen sollte, wann, wo man die Big Daddies angreift und alles. Also ich finde das, ja, von der ganzen Atmosphäre, wie das aufgebaut ist, gefällt mir wirklich. Und da ich ja nun mal ein Mann bin, sind meine Möglichkeiten Multitasking echt begrenzt. Spielen, kommentieren und dann auch gleichzeitig fasziniert sein, das überschreitet dann hin und wieder einfach mal meine Möglichkeiten, dass ich dann hier einfach mal auch vom Rechner starre. Sitze und rumstarre. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, in das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie ein... Was, die Forschungskammer? Was? Gut. Geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Die Fotos, die der Karl haben will, lass schleunigst hier verschwinden. Lass uns schleunigst hier verschwinden. Ja, ich weiß, ist langsam unangenehm für dich, der Aufenthalt hier. Oder was? Lass uns schleunigst hier verschwinden. So, hier nach oben, hier nach... Ne, du musst in die andere Richtung zeigen. Da lang musst du. Und dann brauche ich nochmal eins in die Richtung. Ja, also wie gesagt, dann spielen, kommentieren, Hand-Augen-Koordination mit der Maus und alles. Und dann auch noch begeistert sein. Das ist einfach zu viel. Ja, so viel bin ich einfach als Mann in der Lage, gleichzeitig zu tun. Ich bin schon froh, dass ich mir noch nie eingepinkelt habe. Einfach so wegen Kontrollverlust. Was für eine große Kette! So. Ja, und deswegen, also ich versuche da jetzt auch so vor allem mehr drauf zu achten, dass ich hier mehr von mir gebe. So. So und so und so und noch ein nach unten wäre jetzt nach da. So. Was ist das denn? Zigaretten! Und dann halt noch die Sachen mit, ja, der ist gegen das anfälliger und so. Ich meine, gut, das hat man irgendwo in fast allen Spielen, aber hier mit der Kamera, dass man dann... Hä? Strafe, Objekt ist tot.
Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben. Bringst du dem alten Peach jetzt endlich seine Fotos oder bist du als Tourist hier? Ja, ich bin hier auch als Touri hier. Deswegen mache ich hier nämlich von allen Fotos. Habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken. Sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keinen vor. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Willkommen im Zirkus der Werte! Jetzt kann ich da auch einen Film kaufen. Für meine Kamera. Genbank. Ja, ich hab hier... Ich brauche erstmal wieder einen Dingsautomaten, dass ich mir ja mal wieder ein bisschen... Adam ausgeben kann und dann... Hä? Was habe ich aufgesammelt? Granaten? Oder? Ja, Objekt ist tot, na und? Ja, was? Diese Kamera hat sich aber auch albern. So, was steht hier drin? Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Hätte ja klappen können, wenn die Big Daddies da dagegen kloppen und die kommen raus. Hätte ja auch sein können, dass wenn ich da dagegen kloppe, die vielleicht rauskommen. Nun gut, dem ist dann nicht so... Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Ja, tolle Gesellschaft. Mal sehen, es wird sich... Es ist noch nicht... Kiste mit Granaten, warum sind die immer leer? Da hat es sich mal wieder gelohnt, überall zu gucken und nachzuschauen. So, jetzt gehen wir mal hier. Weiter. Aber jetzt machen wir hier auch mal hier die Tür noch auf. Das sieht...
Ja, das ist aber auch schwer, die zu fotografieren, wenn die immer gleich auf einen schießen. Kamera? Ah, die waren ja schon wieder auf dem Weg, sich zu heilen. Das finde ich echt nicht in Ordnung. Hier hin. Hier nach oben, hier nach rechts. Fertig. So, ein 10er nochmal für vollständige Gesundheit. Nein! Oh Mann, ey. Aber fertig. Splittergranaten, Schrot. Nee, Schrot brauche ich nicht. Moment. Oh, was sind denn da? Bandagen, ja. Ein Film. Nee, trinken wollte ich eigentlich nicht. Bonus mehrere Motive. Oh Gott. Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Ryan kennengelernt? Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Ja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen Ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Ah ja. Ach. Das war's, jetzt bin ich hier immer rum. Was ist denn das für ein Blödsinn? Gab's da noch einen anderen Weg? Ich befolge das ist der Sünde, man mal von seinem Leiden erlöst. Ah, jetzt hat's mal geklappt. Dieb. Was? Neues Tonikum? Die verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen lassen, gelassen hätten. Man kann meinen, hätten die einen Röntgenblick. Ui. Erstmal die Genbank, aber das ist natürlich... Ach, sowas kann ich durch das Zeug auch kriegen. Das ist ja interessant.